So, da sind wir mal wieder in Oaklands angekommen und nämlich gibt es in Oaklands ein fettes Update, nämlich das neue Insel-Update. Und hinter mir seht ihr schon, da hinten, das ganze Ding ist eine neue, brandneue Insel. Und da fahren wir heute hin, weil wie gesagt, da ist sehr viel Neues und es gibt auch sehr viele Änderungen. Ich weiß nicht, ob das alles in das Video schaffe, deswegen würde ich sagen, legen wir sofort los. So, wir fahren natürlich mit meinem kompletten vollen schwarzen LKW mal kurz hier rum, einmal um die Insel. Nämlich, es gibt was Neues. Und es wurden auch ein paar Sachen geändert, ein paar Sachen wurden auch verschoben. Und das Erste, was wir machen, wenn wir werden kurz nach hinten fahren, nämlich wir mal kurz zu dem Strandhändler fahren, der eigentlich diese ganzen Surfboards und sowas verkauft. Und wir sagen, bis gleich. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier nochmal ein neues Erz, oder was heißt neues Erz? Eine neue Steinart hier, weil diesen Stein gab es zuvor nicht. Deswegen, den werden wir jetzt mal kurz mitnehmen. Und der heißt Smoke Slate. So, natürlich nehmen wir den kurz mal mit hier. Den werden wir natürlich ein bisschen mehr mitnehmen, weil wir den gleich wieder in 5 verschiedenen Varianten wieder verarbeiten werden. Das heißt, der kommt einmal mit uns, weil der kommt in die Collection rein. By the way, das Auto, dieser LKW, hat eigentlich mal jetzt einen Rechtslenker wieder bekommen. Kein Plan, warum sie sich auch als Linkslenker als erst entschieden haben. Aber naja. Denn wir sehen schon, hier, wo damals der Strand war, der ist jetzt da noch irgendwie ein bisschen noch übrig geblieben. Weil hier war ja früher mal ein Strand. Und ja, jetzt hier ist nur noch dieses, ich sag mal, Denkmal davon übrig geblieben. Das ist halt dieser Blumentopf oder sowas. Vielleicht muss man sowas hier was drauflegen, weil es wird irgendwie dazu passen, dass man es noch drauflegen müsste. Aber hier war ja der ehemalige Strandhaus oder Strandverkäufer, whatever. Der wurde gesagt, wie auf die große Insel verschoben, die da hinten schon so vor uns wartet. Und wie gesagt, den gibt es hier jetzt nicht mehr, dass ihr jetzt Bescheid wisst. So, und da ist schon die Zugbrücke. Kein Plan, wo man da eine Zugbrücke braucht, bei der Höhe auf jeden Fall, bei der Brücke. Aber ich schätze mal, das sollte halt so ein Gimmick sein, dass man halt ein bisschen länger braucht dafür. Aber diese Zugbrücke hat es auch in sich, denn wie kommt man hier drüber jetzt, die Frage, ne? Wenn ihr jetzt Lumber-Tycoon-mäßig Fans denken, dann heißt es hier Geld auf jeden Fall blechen. Und wir hören schon andere Musik. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier reingehen und wir sehen hier, wir müssen hier mit dem Hybrid oder Hyper Bridgeman reden. Das heißt, wir reden mit dem, dann drücken wir auf Sure und jetzt müssen wir hier wie in Doors diese Sachen uns merken. Also, folgendermaßen. 1, also drücken wir auf die Nummer 2 einmal. So. 2 und die unten, also die hier und das ist 6 ist das. Okay, 2, 6. 2, 6 und 1. 2, 6 und 1. 2, 6, 1 und 3. So. Okay, okay. Okay, der letzte zweimal. So, Anspannung, komm. Perfekt. Und jetzt geht die Brücke runter. Jetzt geht die Brücke runter und jetzt heißt, wir gehen in unser Auto rein und tuckern nach drüben hier, denn jetzt können wir über diese Brücke hier fahren. Und jetzt kommen wir zum Weiteren. Nämlich, wir haben hier tonnenweise neuen Kram. Erstmal einen neuen Baum. Der hier. So, der ist, glaube ich, grünlich. Kein Plan, was mit meiner Axt geworden ist, die ich eigentlich hier hatte aus der letzten Folge. Aber, naja, wir sehen ja kurz, wir können mal kurz draufzimmern hier. Kurz halten, weil ich glaube, hier lohnt sich das wirklich so mal zu halten, weil der Baum schon etwas dicker ist. So, komm, komm, komm. Wir können natürlich, wie gesagt, auch Druck halten. Sehen wir, der braucht schon Ewigkeiten auf jeden Fall. Das sind schon sehr dicke Dinge auf jeden Fall hier. Wie gesagt, ich werde natürlich mal offstream natürlich ein bisschen farmen. Also was heißt farmen halt? Nutzen halt für meine nützlichen Zwecke. Aber wir sehen, der ist leicht grünlich. Und da schneiden wir uns schnell mal kurz ein kleines Teil davon ab. Und dann können wir gucken, wie der dann nachher verarbeitet aussieht. Weil, wie gesagt, unverarbeitet sieht er natürlich immer so aus, wie der halt von außen aussieht. Aber den nehmen wir kurz mit auch, weil wir ihn am Ende der Folge dann noch hier verarbeiten. So, da liegt das Stück. Das dann natürlich mitnehmen. So, das kommt mit auch in den LKW rein. Wie gesagt, wir werden hier alles mitnehmen, was nur geht. Wir sehen schon, hier ist eine Karte. Da sehen wir einmal kurz so ein, ja, ist mal verschwommenes. Ich schätze, das ist dann halt noch so gesehen nicht preisgegeben, weil da die Berge sind oder sowas. Und dann sehen wir natürlich hier die Oak Desert und den ganzen anderen Kram. Und wir sehen schon, warte, ich gucke mal. So, das müssen wir jetzt sehen in der Aufnahme. Da hinten, da ist jetzt der Store. Da können wir kurz mal hinfahren. Weil da wurde der Store jetzt verlegt in die Richtung. Wie gesagt, der war früher immer auf der Main-Insel. Jetzt ist er hier auf der normalen, ja, zweiten Insel halt, ne? Oh ja, man kann hier durchfahren. Kann man da auch drüber? Ich glaube, das sieht nicht so nach aus. Okay, wir lassen hier stehen. So, wir gucken mal. Hat er irgendwas Neues eventuell? Er hat die Surfbretter und die Bälle immer noch. Und sonst hat er nichts mehr hier drin. Nein, okay, also ist immer noch das gleiche geblieben. Hier gibt es den gleichen Kram wie immer zu kaufen. Also nichts Neues. So, dann fahren wir kurz zurück, wie gesagt. Einmal kurz hier, in der Hoffnung, dass ich nicht hier durchfalle, irgendwie durch die Löcher mit meinem Auto. So, perfekt. Und dann haben wir als nächstes die Wüste, ganz genau. Und da können wir auch kurz mal hinfahren.
Das ist nämlich hier die Wüste. Die sieht auch sehr cool aus. Und ich meine, die Kakteen kann man sogar auch mit abbauen, ne? Okay, kriegen keinen Schaden. Wäre Lust gewesen. Ja, doch, die können wir auch abbauen. Ja, zwei. Zwei volle Schläge auf jeden Fall. Kommen den ganzen Kaktus mit. Das könnte auch interessant aussehen als Baumaterial, die erste Variante. Und ist sehr hell und sieht, glaube ich, sehr smooth plastikmäßig aus. Bin mal interessant. Bin mal gespannt. So, das ist jetzt nochmal ein neuer Art Baum, der dazugekommen ist. Also Pflanze in dem Sinne. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie kommen wir jetzt da hoch? Ich habe, wie gesagt, das ganze Update noch nicht richtig angeguckt. Das heißt, wir gucken das mal hier blind gemeinsam durch. Weil da oben, wir sehen, ist auch was. Oder wir gehen mal gleich hin. Wir gehen mal gleich hin. Weil, wie gesagt, es gibt noch viele Sachen, die wir finden können. So, weil hier nebenan, neben der Wüste, an einem Eck, ist ein neuer Store. Und da, wie gesagt, kommen wir auch gleich noch zu. Was ist das denn da? Das ist auch noch ein neues Holz, glaube ich, ne? Tote Büsche nehmen wir mit. Sacken wir auch mit ein. Kommt alles mit nach drüben. Das ist jetzt hier Deadwood. Okay, ja, totes Holz, wie gesagt, ne? So, totes Holz kommt mit. Und wir fahren jetzt weiter. So, nämlich folgendermaßen. Hier gibt es einen ganz brandneuen Store. Dieser Store hier hat, wie gesagt, brandneue Items bei sich parat. Illuminant Designs. Sehr schöner Laden auf jeden Fall. Und wir sind hier drin im Store. Wir sehen schon, wir haben hier verschiedene Sachen. Von Lampen, die wir auch nötig hatten eigentlich mal. Sehr viele Lampen auf jeden Fall sehen wir hier. Zu Garagentoren, die ich auch gekauft habe schon. Zu Wasserboxen, kommen wir auch gleich zu. Zu neuen Schematzen, wie wir schon sehen hier. Also da wird schon, ui, sehr interessant. Und natürlich hier Bilder, Paintings, genau. Wie gesagt, hier ist noch an der Seite nochmal Neonlights. Da können wir auch mal hier mitnehmen. Habe ich jetzt auch nicht abgecheckt, genau. So, nehmen wir auch mal hier mit hier. Hier haben wir auch noch was anderes, genau. Hier haben wir Feuer, aber Feuer habe ich schon. Feuer habe ich schon, Neonlights habe ich noch nicht. So, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Das ist, wie gesagt, das einzige Interessante, die Lampen. Wie gesagt, das sind Lampen. Das ist halt jetzt nichts Krasses, ne? Jetzt aber. Fahren wir mal kurz hier in die Desert wieder rein. Denn ich glaube, ich habe den Aufgang gesehen. So, wir sehen auf jeden Fall. Da oben ist auch nochmal ein anderer Kaktus. Und wir müssen mal gucken. Hier muss irgendwo ein Aufweg sein. Oh, Gottes Willen. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier hochkommen. Vielleicht müssen wir hier hochclimben. Mal gucken, wenn wir den Wagen kurz hier parken. So, können wir... Ja, doch, das geht perfekt. So, jetzt müssen wir irgendwie locker hier hochklettern, ne? Irgendwo muss hier, genau, hier rum. Und dann, na, komm. Ja. Vielleicht doch der Verkehrte. Ich weiß es nicht. Vielleicht der andere. Warte, wir gehen mal kurz zum anderen. Ah, perfekt. Okay, also es ist der Stein hier, der ist genau grenzliegend hiervon. Einfach die Seite hier hochhüpfen und dann ist man schon hier oben. Und hier haben wir diese anderen Kakteen auch, sehe ich noch gerade. Die können wir mal kurz mal fällen und kurz so runterschmeißen zu unserem Van. Dann haben wir die auch mit. Die sind auch sehr cool aus irgendwie. Muss man schon sagen. Ui, die leuchten sogar. Oha. Oha, leuchten die sogar? Mal gucken. Egal, der Kaktus fliegt jetzt noch runter. Der hat es nicht überlebt. Packen wir kurz in die Karre, dass er nämlich gleich irgendwie despawnt. Und wenn wir auf die Seil darauf wollen, dann müssen wir nur hier drauf. Und dann müssen wir volle Konzentration hier balancieren. So. Oh mein Gott, okay. So, warte. Ich sag euch, Oaklands ist ganz intensiv geworden, Leute. Schlimmer als Bad Wars. So. Oh mein Gott. So, dann sind wir jetzt hier auf jeden Fall. Und wie gesagt, hier haben wir halt einen kleinen, lustigen Außenposten zum Gucken. Und wie gesagt, wenn ihr hochkommen wollt, einfach an diesem Stein hier orientieren. Einfach die Seite hier hoch und dann seid ihr schon da oben. Müsst halt nur, wenn ihr auf die anderen Inseln wollt, halt über diese Seile halt balancieren. Ist halt gerade nicht das Geilste, aber naja, eigentlich fürs Farmen reicht nur dieser hier. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mich nicht ändern, dass wir Limestone im Spiel haben. Deswegen nehme ich nochmal kurz Feuerzauber mit. Wie gesagt, wenn wir schon Limestone haben, dann korrigiert mich. Aber ich meine, wir haben kein Limestone im Spiel. Deswegen nehme ich mal kurz einmal diesen kleinen Stein hier mit und vergleiche dann natürlich mal gleich, wenn ich dann wieder an der Base bin wieder. So. Aber fahren wir mal weiter mit unserem Müllfahrzeug schon. Oh mein Gott, ist das zugemüllt schon mit Sachen. Eieieiei. Aber auf jeden Fall hier die allererste Höhle, die wir so im Spiel haben. Mal gucken, vielleicht haben sie das Prinzip hier eingebaut schon. Wäre cool, wenn nicht, dann, naja. An der Centenity, wie es ausgesprochen wird. Und hier sind jetzt die coolen neuen Pilze, ganz genau. Aua, okay, ich merke gerade, die Pilze waren schade. Das ist, ja, das wird schwer. Ja, wir versuchen es mal schon schnell. So. Auf jeden Fall, diese Höhle anscheinend ist ein bisschen sehr brutal. Oh Gott, ich sehe nichts. Mach das Licht an. Oh, okay. Also diese Pilze, wie gesagt, die pinken auf der Decke, die greifen anscheinend an. Ich würde mal gerne so einen Pilz mitnehmen, nur ich weiß nicht, wie man diesen Sachen ausweichen kann. Wir gucken mal kurz. Greifen sie mich an? Oh, bin ich hier sicher? Ich glaube, ich bin hier sicher. Okay. Ich bin anscheinend hier sicher, weil dann das anscheinend am Pilz abprallt. Okay, dann versuchen wir mal so einen Pilz hier mitzunehmen. Nehmen wir mal kurz. Oh, da kommt der Pilz schon. Oh, der Pilz gefallen.
Oh, okay, die Pilze aber an der Decke mögen das Ganze und gar nicht, dass ich hier gerade deren Eigentum gerade zerstöre. So, warum will jetzt der Pilz... Oh, der hängt jetzt, glaube ich, hier fest, ne? Kann das sein? Ich glaube, der hängt jetzt hier fest. Das ist ein bisschen doof. Warte mal. Das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Einmal kurz hier den Kopf vom Pilz so sehen, abschlagen, den Hut, oder wie das man nennt. So, oh. Alter, jetzt hat er gesnappt. So, es ist gerade ein bisschen sehr schwierig hier im Untergrund. Ah, jetzt, komm, der muss jetzt aber ab sein. Das kann doch nicht sein. Hä? Irgendwie will der Pilz nicht. Der Pilz hängt hier voll im anderen Pilz fest. So, der Pilz ist drin, wie gesagt. Die Teile, die gerade an der Decke, machen wir immer noch Schaden. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt abreißen kann, wie man da drankommen soll. Vielleicht mit irgendwelchen, oh Gottes Willen, Strukturen. Aber ich merke auf jeden Fall, obwohl so viel... Na, kommen sie, kommen... Oh, okay, doch, sie machen viel Schaden, sie machen viel Schaden. Ich wollte gerade sagen, die machen nicht so viel Schaden, aber das ist, glaube ich, das Gegenteil, eher gesagt. Wie gesagt, hier, eine kleine Pilzcave, wir können, glaube ich, die Kristalle auch nicht abreißen, das wäre viel zu cool. Aber wir können es unter den Pilzen, halt, wie gesagt, verstecken. Nee, geht nicht, schade. Aber können wir vielleicht dadurch so einen Pilz erreichen, der in der Decke klebt? Oh, mein Gottes Willen. Ich glaube, das sieht ein bisschen sehr schlecht für uns aus sogar. Aber ich würde mal interessieren, kann man den Pilz abbauen da oben? Ich komme da gerade schlecht dran. Vielleicht muss man mit was irgendwie Größerem hier reinfahren, weil ich komme aktuell nicht an diese aggressiven, giftigen Pilze ran auf jeden Fall. Und nichts wie raus hier. Wie gesagt, ob man an die Pilze kommt, das könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wie man am besten rankommt. Aber ich glaube, jeder Pilz sieht mir gleich aus. Obwohl, nee, der ist ein bisschen grünlicher, der Pilz. Und die anderen sind ein bisschen, glaube ich, rötlicher, wenn ich das gesehen habe, ne? Glaube ich, meine ich, denke ich. Wir gucken mal kurz. Doch, die sind... Also, die haben auf jeden Fall andere Farben, die Pilze hier. Wie viel die wert sind, weiß ich nicht. Und ob man diese Kappe behalten kann, weiß ich auch nicht. Aber das wäre sehr cool auf jeden Fall. Aber wir fahren erstmal hier raus. Ach, wir haben einen blauen Pilz mitgenommen. Okay, das sah ein bisschen grünlich aus, wie in der Höhle. Auf jeden Fall werden wir gleich mal einen blauen Pilz auf jeden Fall zerschmettern. Ich glaube, der hat so eine Grastextur, wie ich das sehe, ne? Und das wäre natürlich geil, wenn man Gras an sich auf seine Base bauen will. Weil das wäre natürlich sehr, sehr geil. Und dazu fällt mir noch auf, die haben ja an den Seiten Sandtextur. Das heißt, es ist eigentlich optimal gegen das Bambu oder was auch immer haben noch. Weil das Bambu, das war ja immer so sandig und grünlich. Das hat halt nie wie Gras ausgesehen. Aber ich glaube, mit den Pilzen, das kann doch wieder fürs Bauen interessant werden. So, und da ist schon unsere Butze. So, perfekt. So, folgendermaßen, wir stellen erstmal aus. Und wie gesagt, ich habe noch kurz gelesen, hier steht noch was von 9 neuen Ores. Ich glaube, damit ist auch gemeint halt diese neuen Slate-Varianten, die, oder der Limestone oder sowas. Aber kommen wir erstmal zu den Sachen, die wir im Shop hatten, bevor wir dann hier das Kleinholz zerkleinern. Folgendermaßen, das ist zum Beispiel das Gate oder das Garagentor, das wir jetzt haben können. Und das ist sehr speziell, weil... Das sieht sonderlich sehr riesig aus gerade, aber man kann hier, abgesehen von das halt auf und zu zu machen, was wir halt können, wenn wir kurz in den Edit-Mode gehen und dann noch F3 drücken, dann, oder F4 ist es jetzt, dann können wir sehen, wir können das sogar skalieren. Wie die Förderbänder können wir skalieren, das ist mega geil, wir können dann einfach so, zack, ein Minitor bauen. Oh, ist das süß. Guck mal, ein Minitor. Besser geht's nicht. Oder, was wir auch machen können, wir können ein mini, aber hohes, langes Tor machen. Das ist ein bisschen, naja, ich weiß nicht, wer das brauchen sollte, aber wir können es machen. Ich glaube, da kann man auch ganz gute Schächte mitbauen, dass man es halt so gesehen, was alles halt von oben droppt, erstmal warten lässt und dann halt kann man es halt reindroppen lassen hiermit. Ist, glaube ich, schon eine ganz coole Idee. Aber wie gesagt, man kann es auch, wie gesagt, auch ganz breit machen, aber ganz, ja, schmal, tief oder auch, wie man es nennen will. Auf jeden Fall, das Tor ist eine sehr geile Idee, also habe ich mir... sogar eigentlich ein bisschen schlechter vorgestellt, aber das ist sehr gut umgesetzt worden, muss man echt sagen. Dann daneben haben wir die maximale Größe von dem Wasser, also es ist halt wirklich halt Wasser halt. Also man kann hier drin schwimmen, man schwimmt jetzt nicht an der Oberfläche, aber man hat halt hier, ja, ein bisschen Wasser, das heißt einfach ein bisschen Wasser, wenn man halt was mit Wasser anfangen will auf seiner Base auf jeden Fall. Und dann haben wir noch hier Feuer. Und ich glaube, das Feuer kann man sogar färben, ich bin mir aber nicht sicher, können wir mal kurz testen. Weil das Feuer ist irgendwie so weiß ganze Zeit und Feuerermitter eigentlich ein Weiß, ich weiß ja nicht. So, wir testen mal, was haben wir denn hier? Testen wir mal, oh Gott, das hat ein bisschen gebuggt gerade eben. Wir testen mal irgendwas, was hier drin ist. Was haben wir denn hier drin? Irgendwas heißt, nehmen wir mal Gold, wir wollen goldenes Feuer haben. Warum wir auch goldenes Feuer haben wollen? Wir wollen goldenes Feuer haben. Ist halt ein bisschen komisches Feuer, dass es halt so weiß ist. Also wir testen es mal kurz. Und geht's? Oh ja! Das funktioniert. Wir haben gesehen, davor war halt nichts da drin, aber jetzt ist da was drin gewesen. Oder jetzt ist da ein Goldblock drin. Das heißt, auf jeden Fall, so funktioniert das. Da stelle ich mir auch schon in die miesesten Flexes mit verschiedenen Materialien vor. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Idee, dass man auch jetzt Custom Feuer so gesehen haben kann in Oaklands. Aber kommen wir kurz mal zu dem Rest, nämlich zu meinem Van. Und das verarbeiten wir mal kurz alles hier in meiner, ja, Bude. Okay, ich habe es irgendwie hingekriegt. Wie gesagt, dieser Mushroom-Kopf, der ist schon ein bisschen irgendwie... ja, besonders. Aber ich glaube, als Deko-Element ist ja gar nicht mal so schlecht, weil, oh, da kann man mit, ich sehe schon ganz viel Kacke mit wieder bauen. Egal, so, wir packen es mal rein. Wir sehen auf jeden Fall eine Grastextur unten und eine, kann man schon sagen, Schneetextur oben. Mal gucken. Oh, ich glaube, das braucht, oh, das hat gerade noch funktioniert.
das gerade noch funktioniert, bevor es da durchgerutscht wäre. Auf jeden Fall habe ich schon gesehen, das sah schon mal nice aus. So was mit dem Kaktus hier, mit dem großen Kaktus. Musste auch darüber geschreddert werden. Mal gucken, mal gucken. Wir ziehen ihn leicht rein und... Aha, der Kaktus anscheinend, der geht nicht damit. Das ist auf jeden Fall interessant. Aber wir testen mal kurz mit dem anderen Kaktus. Oh, komm, Kaktus. Der andere Kaktus. Verlass uns bitte nicht. Funktionier. Geht das? Ah, okay, der geht irgendwie. Da müssen wir den anderen Kaktus noch ein bisschen kleiner schneiden. Oh, sehr, sehr kleine Blöcke auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr interessant. So, dann haben wir noch den Baum, den wir da hatten. Den können wir auch noch kurz hier reinzimmern. Okay, ja gut, ist jetzt nicht das Krasseste. Ist auf jeden Fall Holz in ein bisschen grünlichen Ton. Einmal den toten Baum. Ich meine, sowas in die Richtung gibt es eigentlich schon als Farbe. Bin mir aber unsicher. Mal gucken. Sieht sehr dunkel aus. Oh, das ist sehr dunkel sogar. Oh, das ist, glaube ich, noch das dunkelste Holz, das es aktuell gibt, meine ich. Aber schauen wir jetzt mal rein. So, komm, den Kaktus müssen wir, glaube ich, schon noch mal zerkleinern. Oder wir testen mal nochmal neu, wenn den jetzt da reinbekommen. Ob er den annimmt oder nicht. Weil sonst ist er, glaube ich, anscheinend zu groß für den oder so. So, mal rein da und... Nee, ich glaube, der ist wirklich zu groß für den. Mach mal kurz hier einen Cut rein. An der Stelle, das wird er dann... Ja, genau, jetzt verarbeitet der auf jeden Fall das kleine Stück da. Lila, pink-mäßig. Ah, ist schon eine nice Farbe. Ah, ja, jetzt. So, jetzt gucken wir mal. Oh ja, das ist auch schöne Farben, pastellfarbenmäßig zum Bauen auf jeden Fall, fällt mir gerade ein. Das, glaube ich, geht das eskaliert jetzt ein bisschen hier innen drin, aber in der Regel wird das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht aussehen. So, und jetzt fliegt hier gerade das Stein und sonstiges alles hier rein. Wir sehen auch das Stein da oben, das wurde, glaube ich, nicht verarbeitet oder sowas. Oder vielleicht wurde es halt, ja, mal gucken, ob es jetzt verarbeitet auf jeden Fall. Und was kommt raus? Oh, das ist auch ein neuer Art, ja, ich sag mal, Platten. Die sehen auf jeden Fall sehr clean. Das kann man auch, glaube ich, super Teile wieder mit basteln. Wir sehen auch hier das ganze Holz, das hier reinfliegt. Ich will mal kurz das hier mal kurz sehen. Wo ist es da? Oh, das ist halt wirklich Gras, ne? Das ist halt wirklich Roblox Gras-Textur. Das heißt, wir können endlich vernünftig auch Grassachen bauen in verschiedenen Farben. Finde ich eine sehr geniale Idee auf jeden Fall. Wie gesagt, was man hiermit anfangen will, weiß ich nicht. Aber wir holen noch kurz mal das Neonlight raus. Mal kurz hier planten. Und dann mal kurz editieren. Wir können das wie lang machen? Das glaube ich, geht gar nicht, ne? Kann das sein? Oder habe ich hier auch wieder was verpasst? Muss ich auch was wieder reinkloppen? Das wäre natürlich auch interessant. Weil packen wir das mal so kurz hier so hin. Muss ich da vielleicht irgendwas wieder reinkloppen? Kann das auch wieder vielleicht so ein Schimazu funktionieren? Weil das war ja genau mit der gleichen Verpackung und der gleichen Box wie beim Feuer. Das kann ich mir gut vorstellen, eventuell. Wir gucken mal. Und? Ah, es ist halt wirklich. Also ja, man sieht jetzt nicht krassen Unterschied. Aber ich glaube, die Lichtquelle. Doch, die Lichtquelle. Wir sehen es hier. Es ist leicht grünlich. Also die Lichtquelle macht es auch aus. Warum man das halt nicht skalieren kann, frage ich mich jetzt gerade ehrlich gesagt. Vermute mal, ist noch ein Bug. Aber auf jeden Fall, das ist schon geil. Das ist schon echt geil. Also Neonlichter, ich glaube, die lohnen sich sehr. Ne, man kann die auch nicht kleiner ziehen und sonst. Also ich schätze mal, das muss noch ein bisschen verbuggt sein. Aber auf jeden Fall sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Man kann die auf jeden Fall echt jetzt sau viel anstellen. Ich würde mich interessieren mal echt, wie so ein Feuer aussehen würde, wenn ich jetzt da wirklich so ein Holz von diesen, ja, ganz seltenen Holzteilen reinbrettern würde, aber allgemein. Ein sehr geiles Update auf jeden Fall, gefällt mir sehr, also wenn man so ein bisschen bauen will und sich seine Sachen verschwinden will, das ist einfach nur geil, das ist einfach nur geil. Und ich glaube, mit dem Tor kann man auch noch viel anfangen und sonstiges, also das ist auf jeden Fall lohnenswert.